Hallo, liebe Leute, heute schauen wir uns mal an, wie mal die Gesellschaft und das, ja, wir können auch sagen, auch das Leben im Zeitalter des Dualismus in Ungarn verändert hat. Ganz kurz gefasst, wie mal die sogenannte bürgerliche Gesellschaft entstanden ist. Wie wir das gelernt haben, war die Gesellschaft in Ungarn bis zum Freiheitskrieg oder bis zur Revolution und Freiheitskrieg eher eine feudale Gesellschaft. Nun ist der sogenannte bürgerliche Staat ausgebaut worden und das hat auch mal gravierende Veränderungen in der Gesellschaft. Okay. Gut, vom Inhalt her, das sind die wichtigsten Eckpunkte. Beginnen mit ein bisschen Politik zunächst mal. Was alles ist zu dieser Zeit, also während der Regierung von Kálmán Tisza und der Liberalen Partei in Ungarn passiert. 1889 ist da passiert ein Spektakel, und zwar Kronprinz Rudolf, der Thronfolger, also der Sohn von Franz Josef, in seinem Schloss, in einem Jagdschloss in Meierling, nimmt er sich und seiner Verliebten das Leben, also er begeht Selbstmord. Was waren die Gründe dafür? Einerseits hatte er sehr viele Konflikte mit dem Papa, also mit Franz Josef. Rudolf war viel liberaler als Franz Josef. Zweitens, Liebe war auch im Spiel. Er wollte sich scheiden lassen von seiner Frau, mit der er nicht glücklich war, und eine Baronin Mary von Vetera heiraten. Drittens, hatte er auch Depression, und das liegt auch an seiner Erziehung. Er hat als ängstlicher kleiner Junge eine sehr strenge Erziehung bekommen. Er war Kronprinz Rudolf. In Ungarn war er relativ beliebt zu dieser Zeit. Also für uns Ungarn war sein Selbstmord eigentlich nichts Gutes, würde ich mal sagen. Und da ist die liebe Mary von Vetera. Übrigens hat Rudolf auch eine Affäre mit ihrer Mama. Das war die liebe Mama. Also der hat was gewusst, der Prinz Rudolf. Und hier ist er auf seinem Todesbett. Das zweite wichtige Ereignis in dieser Zeit war die Diskussion über die Heeresreform. Franz Josef und Österreich. Ich zeige euch meine Katze. Oskar, was sagst du? Schöne Katze, was hast du für schöne Augen? Na, schon. Also, Franz Josef, also der Kaiser, wollte Ende des 19. Jahrhunderts das österreichische Heer, österreichisch-ungarische Heer, also das K&K-Heer Militär aufstocken, also größer gestalten und auch modernisieren. Und dafür braucht man freilich sehr viel Geld, auch von Österreich und auch von Ungarn. Und interessanterweise entstand eine sehr große Diskussion darüber. Also die Ungarn wollten nicht mehr Steuer oder für Heeresreform allen. So hat übrigens unsere Armee ausgeschaut. Und sehr viele sind dagegen. Kálmán Tisza war dafür, also er wollte mal diese Heeresreform durchführen. Aber zum ersten Mal seit 15 Jahren ist es passiert, dass er keine Unterstützung im ungarischen Parlament bekommen hat. Sogar viele Abgeordnete der Liberalen Partei waren gegen diese Heeresreform. Also dieser
erlebt das als ein Fiasko, ein Scheitern, also als Ende seiner politischen Karriere. Er ist aber ganz schlau. Also so einfach geht er nicht. Also er wird abdanken, Lamont, aber nicht wegen der Heeresreform, sondern er findet einen Vorwand, Guy Fogerst, und zwar Lajos Kossuth. Dieser schreibt Franz Josef einen Brief und will, dass Kossuth Lajos die ungarische Staatsbürgerschaft zurückbekommt. Staatsbürger nämlich, die im Ausland gelebt haben, haben die ungarische Staatsbürgerschaft verloren. Freilich, und dieser weiß das ganz genau, wird seine Bitte vom Franz Josef abgelehnt und dann sagt dieser, okay, wenn Kossuth keine Staatsbürgerschaft bekommt, dann gehe ich. Also er hat gewusst, wie man elegant eine Position verlassen soll. Hier ist Kamal Tisza. Viele sagen, dass nach seiner Abdankung er noch eine erfolgreiche Karriere als Sänger der Apostolorchester durchgemacht hat. Wichtig ist es aber zu erwähnen, dass die liberale Partei bis 1905 auch ohne Kamal Tisza noch die Mehrheit im Parlament hat. Zu dieser Zeit ist aber auch die Opposition relativ stark im Parlament. Da aber die liberale Partei die Mehrheit hat, hat die Opposition eigentlich keine Chance. Deshalb fangen Sie an, ein sehr interessantes Mittel zu verwenden und bitte lernt das. Das ist die sogenannte Obstruktion. Was heißt Obstruktion? Obstruktion heißt, die Arbeit der Gesetzgebung im Parlament so zu hindern, hindern heißt okadaiostatni, dass man legale Mittel verwendet. Was sind das für legale Mittel? Zum Beispiel, Sie bitten um das Wort und dann reden Sie stundenlang um uninteressante Themen. Oder Sie werden im Parlamentssaal laut, damit man die Vertreter der Regierungspartei nicht hören kann. Also das sind keine Straftaten oder sie reden zusammen und so weiter, sie klatschen. Das sind keine Straftaten, aber trotzdem können sie so die Arbeit im Parlament verlangsamen und die reibungslose Arbeit der Regierung verhindern. Na, das war also die Obstruktion. Und zu dieser Zeit wird, wie ich das schon angedeutet habe, auch der sogenannte bürgerliche Staat aufgebaut. Wichtige Reformen gibt es zu dieser Zeit in der Bildung. Über Josef Uttwisch haben wir schon gelernt. Josef Uttwisch hat mal die Pflichtschule eingeführt, also Elementarschule als Pflicht. Jetzt kommt Ágoston Trefoát, wer jetzt die Gymnasien, das System der Gymnasien aufbaut. Zu dieser Zeit sind die sogenannten achtklassigen Gymnasien entstanden und parallel die Realgymnasien. In den Realgymnasien war der Schwerpunkt nicht auf humane Wissenschaftsdiszipline, sondern eher an Naturwissenschaft und an Sprachen. Sicher kennt ihr dieses Bild. Das ist Michi Nilasch aus dem berühmten Film Legio Mintalalig. Also diese Bücher und Filme spielen sich in dieser Zeit ab. Auch Universitäten werden gegründet. Nach Budapest wird eine Universität in Kolozsvár und Debrecen und auch in Pressburg gegründet. Dazu kommt noch die Technische Universität BME in Budapest.
Auch was Gesetzgebung betrifft, gibt es Neuigkeiten. Ähnlich wie in einem bürgerlichen Staat entstehen mal Gerichte, Biochagok, die nach dem Prinzip von Montesquieu, denkt an die Gewaltenteilung, die schon unabhängig sind. Und diese Gerichte sind komplett neu, und damit verschwindet das alte System der Komitatsgerichte. Also früher waren die Gerichte in den Komitaten tätig, jetzt verschwindet das, also die Gerichte werden unabhängig. Zu dieser Zeit wird auch das Strafgesetzbuch neu geschrieben, das ist der sogenannte Cemegi-Kodex. Und die Gendarmerie wird aufgestellt. Was heißt Gendarmerie? Das ist wie die Polizei damals. Also sie haben die Staatsbürger im Land kontrolliert und auf die Sicherheit aufgepasst. Noch ein wichtiger Schritt ist die Einführung der bürgerlichen Standesämter. Das geschieht unter der Ministerpräsidentschaft von Sándor Vekerle. Übrigens, er hat auch die Vekerle-Siedlung bauen lassen. Und eine Frage für einen kleinen Fünfer. Welche ungarische TV-Serie wurde in den Vekerle-Siedlung gedreht? Viel wichtiger ist aber, dass unter Vekerle die verpflichtende bürgerliche Ehe eingeführt wird. Was heißt das? Früher konnte man eine Ehe nur auch in der, also nur in der Kirche schließen. Also es war möglich, nur in der Kirche eine Ehe zu schließen. Jetzt wird das System eingeführt, das eigentlich bis heute gängig ist. Zunächst mal eine Ehe im Standesamt, also Anerkennung wie Ivatal, und dann in der Kirche. Aber die bürgerliche Ehe wird verpflichtend. Auch die Standesregister werden eingeführt, das bedeutet Anerkennung. Warum ist das wichtig? Früher hat alles die Kirche gemacht, jetzt übernimmt diese Aufgabe der Staat. Okay. Dazu kommen noch die komplette Religionsfreiheit im Land und die Gleichstellung der jüdischen Religion. Noch was Interessantes, die ungarische Post entsteht zu dieser Zeit. Das ist auch eine staatliche Firma. Okay, Juden. Über Antisemitismus habt ihr schon mal bei mir gelernt. Jetzt möchte ich kurz darüber reden, wie die Juden im dualistischen Ungarn gelebt haben. Die Zahlen steigen zu dieser Zeit. Das könnt ihr sehen, aus einigen 10.000 Juden wurden bis 1910 fast 1 Million. Vor allem aus dem Osten, aus Galizien, gibt es eine sehr große Einwanderung. Sehr viele arme Juden wandern aus Richtung Galizien in Ungarn ein. Gleichzeitig wandern aber auch sehr viele Juden aus. Und deshalb, zum Beispiel nach Amerika oder nach Westeuropa, deshalb bleibt ihr Anteil unter 5%. Aber in Budapest ist der Anteil der Juden 23%. Das ist relativ viel. Also jede fünfte, vierte, fast jede vierte Person war ein Jude in Budapest. Warum in der Großstadt? Warum haben sich die Juden in den Großstädten eine erfolgreiche Karriere vorstellen können? Sie haben sich mit Klein- und Großhandel beschäftigt und sie wählten auch sehr gern Akademikerberufe, wie zum Beispiel Anwälte, Ärzte, Ingenieure, Journalisten. In diesen Berufen war ihr Anteil manchmal sogar über 50%. Warum ist das so? Erstens, jahrhundertelang durften die Juden in Ungarn nicht in den Städten wohnen,
nicht, also nicht zum Beispiel nicht in den freien königlichen Städten wohnen, keinen Handel ausüben und am wichtigsten kein Boden besitzen. Und auch zu dieser Zeit, dass Juden Boden besitzen, war nicht typisch. Sie durften das am Anfang noch nicht. Deshalb haben sie sich mit Handel und mit Kauf und Verkauf beschäftigt. Und sie waren sehr fleißig, sehr sparsam. Und so haben sie manchmal mit Hilfen von kleinen Krediten an armen Ungarn, was sie mit riesengroßen Zinsen dann zurückgetrieben haben, noch mehr Geld bekommen. Und so wurden sie eigentlich die Motoren dieser bürgerlichen Entwicklung. Denkt daran, wie es der Wirtschaft im Dualismus gegangen ist. Also Wirtschaft lief bergauf. Also, und die Juden haben sich in diesem neuen kapitalistischen System, wo man nicht mehr nur vom Land leben kann, sondern von der Industrie, vom Handel, von Banken, von Berufen, vom eigenem Kapital im Kopf, also wo auch nicht nur der Besitz vom Boden zählt, sondern auch mal die Klugheit, die Geschicktheit, na Geschick, Entschuldigung, Klugheit und Geschick auch mal zählen. Also, für Juden waren diese Berufe ideal und sehr viele von ihnen konnten hier relativ reich werden. Gleichzeitig, wie ich gesagt habe, haben sie auch sehr viel zur Entwicklung von Ungarn beigetragen. Übrigens sind die Juden eine Gruppe, die relativ schnell sich assimiliert. Sehr viele bekommen oder sehr viele wählen ungarische Namen dann. Ungarische oder deutsche Namen. Bei den Juden gibt es übrigens zwei Gruppen. Das habe ich euch wahrscheinlich schon früher erklärt. Die Orthodoxen und die Neologen. Auf dem Bild seht ihr es, die orthodoxen Juden, die sind die traditionellen Juden. Während die Neologen schon. Ah, Kaugummi. Während die Neologen schon sich ganz bürgerlich kleiden und die du überhaupt nicht von nicht-jüdischen Ungarn unterscheiden kannst. Interessant ist, dass 77% von ihnen sich zur ungarischen Nationalität bekennen. Also Juden sind keine Minderheit, Juden sind keine Nationalität in Ungarn, Juden sind jüdische Ungarn oder ungarische Juden, eigentlich beide. Freilich gefällt es vielen nicht, dass Juden, besonders in Budapest, zu dieser Zeit in diesen Berufen, was ich euch schon gesagt habe, erfolgreich werden. Und dementsprechend wächst Antisemitismus in Ungarn. Und das nennen wir wie sogenannte unglückliche historische Treffen. Warum ist das so? Denk mal daran, dass in Ungarn im Zeitalter des Dualismus Feudalismus gerade vom Kapitalismus abgelöst wird. Also Feudalismus verschwindet und Kapitalismus erscheint. Und es gab freilich sehr viele Schichten, sehr viele Gruppen in der Gesellschaft, denen es nicht gefallen hat, für die das nicht günstig war, dass ein kapitalistisches, liberales System entstand. Denkt bin zum Beispiel an Kleinadel, die hatten damit nicht so viel anfangen, die haben damit, Entschuldigung, nicht so viel anfangen können, dass man nicht mehr vom Boden leben kann und ein jüdischer Händler doppelt so viel oder zehnfach so viel verdient oder ein Bankangestellter oder ein Bankdirektor noch mehr verdient als diese Adeligen. Für sie war dieses System neu und sie waren sehr konservativ, sie waren sehr altmodisch. Freilich haben sie diese neuen Entwicklungen
so misstrauisch beobachtet und auch gegenüber den Juden waren sie relativ unfreundlich. Auch die katholische Kirche vertritt mal diese Meinung. Die katholische Kirche war auch mal gegen die Juden. Sie hat befürchtet, dass die katholische Kirche hat befürchtet, dass Juden mal irgendwie die originale alte ungarische Seele und Kräfte des Landes rauben und das Land irgendwie kaputt oder zugrunde machen. Und ein sehr berühmter Vertreter war Ottokar Prochazko, Bischof von Székesfehérvár. Achtung, er lebte nicht im Zeitalter des Dualismus, sondern später, im 20. Jahrhundert. In seinem Werk kann man aber diese Einstellung ganz gut nachverfolgen, nachvollziehen, Entschuldigung, nachvollziehen. In dieser Interpretation können wir wirklich sagen, dass Antisemitismus, also wirklich, also Judenhass, mit Antimodernismus gleich rangig ist. Also noch einmal zusammengefasst, Leute, denen es nicht gefallen hat, dass die Gesellschaft jetzt moderner wird und man auch mit Handel und mit Geld reich werden kann, nicht nur mit Bodenbesitz. Diesen Menschen haben die Juden freilich nicht gefallen. 1882 läuft der sogenannte Blutprozess von Tisza-Eslár ab. Das war eine antisemitische Anklage. Eine junge Dame namens Sojmosdi Eszter ist verschwunden und die Juden in Tisza-Eslár, die dort leben, werden von vielen angeklagt, dass sie dieses junge Mädchen entführt, Raboni, und ritual getötet haben. Das sehen wir auch auf dem Bild. Freilich war das nicht so, das war nur ein Gerücht. Und ein sehr guter Anwalt, Karo Ötvös, hat die Juden von Tisza-Eslár sehr schön verteidigt. Und später hat man sogar die Leiche von Eszter Sojmosi gefunden. Sie ist wahrscheinlich Selbstmord begangen. Also sie hat sich auch mal das Leben genommen. Also Juden hatten damit nichts zu tun. Dieser Prozess wurde aber sehr, wie soll ich das sagen, öffentlich in Ungarn. Also alle haben darüber in den Zeitungen gelesen und ein Mann namens Győző István ist dann nach diesem Prozess auf die Idee gekommen, eine antisemitische Partei in Ungarn zu gründen. Gott sei Dank wurde diese Partei im Parlament nicht berühmt. Noch eine Kleinigkeit. Über Zionismus haben wir schon gelernt, ne? Ich stelle euch eine Frage. Kann ein Zionist und ein Antisemitist, oder Entschuldigung, Antisemit, kann ein Antisemit und ein Zionist befreundet werden? Wenn ja, wie? Was ist das Ziel der Zionisten? Nach Palästinien zu fahren und dort das Land zu gründen. Und ein Antisemit sagt, ja, bitte geht nach Palästinien. Also eigentlich haben sie auch gemeinsame Ziele.